Hallöchen, ihr lieben Toaster, und willkommen zurück bei Let's Play, Play, Play Minecraft. Hallöchen. Hallöchen, ja, in der letzten Folge habt ihr gesehen, wie wir chaotisch unser erstes Heim und Domizil gebaut haben, zusammen mit Britta. Und ich habe euch ja versprochen, dass ihr sehen werdet, ob wir den Zombie töten. Ja, und er hat Selbstmord begangen. Er wollte nicht mehr... Kuhschubser. Er wollte nicht mehr leben. Er ist selber im Fluss verendet. Gucken wir mal, ob er was verloren hat. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Nein, er hat nichts verloren, wie es erscheint. Naja, so, was machen wir jetzt heute? Wir machen... Oh, wir nutzen jetzt den Tag. Ja, Carpe Diem. Ja, ich gehe mal Mittag machen. Mittag machen? Was machst du denn? Nicht Britta töten. Ich habe schon zwei Kühe getötet. Wir müssen essen. Entschuldigung. Hallo? Was? Warum tötest du denn Britta? Nein, es war nicht Britta, sondern zwei andere Kühe. Das sagst du jetzt. Das war doch Britta, sicherlich. Britta, rest in peace. Du sollst keine Tiere töten. Wir müssen die eher in einen Gatter scheuchen. Keine Angst, wir werden noch genug Tiere treffen. Nein, aber nicht in unserer Gegend. Weil in unserer Gegend sterben die sonst aus. Die vermehren sich nicht, das weißt du schon. Hm. Das ist Minecraft 1x1. Gut, aber wir müssen trotzdem essen. Nein, mir geht's noch super. So, das geht Leute. Schneller als du denkst. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Soll ich vielleicht Weizen anbauen? Wie wär's denn damit? Vielleicht sollten wir erstmal bestimmen, wo das Häuschen stehen wird. Es ist, steht doch schon. Okay, das wird auch da. Das wird, also wir bauen es aus, ja? Nee, ich weiß es nicht. Soll es da bleiben? Ja, ich weiß es nicht, dass wir so. Hier erhöht ist doch schon ganz cool, oder? Ja, okay. Man kann ja, das ist ja schöner an Minecraft, man kann immer wieder neu bauen. Also, fang an, Lego-Bauer. Ich werde versuchen, Weizen anzubauen. Tu das. Geh Holz holen. Mach das. Hui, ich hoffe, mit der Aufnahme klappt alles. Wehe, das ist hier nicht, hat nicht geklappt, ne? Dann, oh, guck mal, der Creeper hat hier was weggerissen. Lass das bitte wieder hübsch machen. Sieht scheiße aus, wenn ein Baum schwebt. Ja? Ja. Machen wir. Ich überlege gerade, was ich für ein Feld alles brauche. Ich brauche Erde. Ich brauche Wasser in der Nähe. Aua. Und da ich keinen Eimer habe, muss ich es in der Wassernähe bauen. Ich laufe voll weit weg, Alter. Nicht, dass ich mich verliere. Hier sind Blumen. Blumen. Na, Pflanzi, können wir bei uns im Haus pflanzen. Nein. Du bist immer so ein Blumenfetischist. Ich finde das voll unnötig. Du weißt, das ist so ein Kitsch, weißt du? Der staubt nur voll, dann musst du den putzen. Aha. Okay. Den Kitsch. Das ist Staubfänger. Ja gut, dann lass die Pflanzen weg. Ich habe einen Apfel gefunden, sagte er. Ich glaube, Apfel kann man nicht viel mit anfangen, oder? Oder kann man den essen? Kannst du essen. Wir haben hier schwimmende Hühner vorm Haus. Mhm. Warum schwimmen die denn wie Enten? Was haben die denn für Probleme? Unsere Baywatch-Farm. Ja. Warum hab ich noch keine Hasen gesehen? Letztes Mal habe ich Hasen gesehen. Hast du schon Hasen gesehen? Nein. Oh, noch ein Apfel. Mhm. Du Apfel-Junkie. Das ist halt gesund. Oh, ich glaube, ich habe genug Samen. Hört sich komisch an. Ach so, okay. Hört sich echt komisch an. Okay, wir gucken Kinder zu, ja? Also. Ja. Ach, so viele Kinder gucken hier, glaube ich, gar nicht zu. Meinst du? Nö, das tun die sich nie an. So, ich habe jetzt 12 Samen. Wo ist denn unser Haus? Da ist eine Kuh auf dem Baum. Gar nicht. Oh, interessant. Komisch. Ist ja ganz normal in der Natur. Hm. Hallo? Ja? Nee, ich meinte das Huhn. Ich war kurz davor, es einmal mit der Schaufel einen überzubraten, aber ich glaube, ich lasse es mal lieber. Ich habe nur einen Erde. Willst du mich verarschen? Ein Erde. Mit der anderen habe ich, glaube ich, Britta die ganze Zeit verprügelt. Ich meine, ihr geholfen. Nicht verprügelt, was erzähle ich denn da? So, wir machen hier. So, ich mache hier. Ach so, so sollen wir schon. Ich brauche erstmal ein Werkzeug, bevor ich hier weitermachen kann. Hui, hui. Wie geht nochmal schnell laufen? Lift. Nee, zweimal nach vorne, oder? Oh, doch, ja. Das blödes heißt, Baumding. Nicht zweimal nach vorne, nicht Shift? Nee. Shift ist langsam. Ah.
Ich brauche. Kann ich mit Andesit auch so eine Hacke machen? Andesithacke. Also okay, mit Andesit kann man nichts anfangen. Ich habe auch ein Geräusch gehört. Ich auch. Andy wieder da? Oh, nö. Ich will nur ausprobieren, Leute. Ich habe nämlich keine Ahnung. Das ist die Hacke, ne? Ja. Das ist die Hacke. Wir sind Hacke voll. Hacke, Hacke. Oh, ich habe Zombie. Ich habe Zombie in der Tasche. Ich habe Zombiefleisch in der Tasche. Ein Zombie in der Tasche. Oh. Ganz praktisch, der neue Taschenzombie. Holen Sie ihn sich jetzt. So. Aber warte mal, ich glaube, es wäre besser, wenn ich noch einen Zaun drum bauen könnte. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11. Nein, da geht's nicht. 12. Leute, kritisiert nicht, was ich hier tue. Ich habe keine Ahnung. Hauptsache, Was machst du da? ich baue Weizen an. Okay, Und ich und sehe gerade, ich habe Blödsinn gebaut. Es ist ganz in Ordnung, dass ich Blödsinn gebaut habe. Ich habe meinen Fehler erkannt und werde ihn irgendwann ausbessern. Irgendwann. Oh, ich will mal auf. Wie geht ein Zaun? probier's auch ein Stückchen aus. Nee, ich weiß es. Ach, mit Stöckchen, stimmt, du hast recht. Stöckchen. Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. Stöckchen, Stöckchen. Bronco, was tust du da? Ich habe dich im Visier. Was Ich oder baust du denn was? da? Pfähle? Wo kommst du denn her? Mach deinen eigenen Scheiß, ey. Ich hasse es, wenn ich Holz fälle und dann die Warpkronen in der Luft schweben. Deswegen beseitige ich die Luftkronen. Du Die weißt aber schon, Baumkronen. dass in Minecraft, wenn du die Baumstämme wegmachst, die Ja. Kronen, also die Blätter nacheinander von alleine wegfallen, ne? Nee, ne? Doch. Nein, das habe ich noch nie mitgekriegt. Doch, das fällt nach einer Zeit runter. Du bist so Nein. geil, du hast das immer manuell gemacht und hast sie weggemacht. Ja, Du. nee, weil du lügst, das stimmt Nein! nicht. Ey, Leute, schreibt es bitte in die Kommentare, um es ihnen zu beweisen, dass die Baumkronen nach einer Zeit wegfallen, wenn man die Stämme fällt. Nein, Leute, Er lügt ihr glaubt es nicht. mir ja nicht. Nein, ich glaube euch, dir. Oh, es wird dunkel. Hier, Echt? das hier ist der Testbaum. Mal sehen, ob die Blätter runterfallen. Aber ich, Wieso ja. ist. Warum. Alter, du hast mich verarscht, ne? Was denn? Aus Stöckern macht man gar keinen Zaun. Nein? Ich hab dich nicht verarscht, das war eine Vermutung. Ich schub's gerade eine Kuh in unser Haus. Wieso geht denn das nicht mehr? Das ist doch ein Zaun. Das ist ein Zaun! Alter, ich habe mir jetzt nicht mein ganzes Holz verbraucht und dann braucht man gar keine Stöcker. Warum, was hast du denn gebaut? Gar nichts, aber das geht nicht. Weil irgendwo müssen die Stöcker ja hin sein. Die habe ich. Alter, haben die das geändert und man braucht jetzt doch Bretter? Oder stehe ich gerade voll auf dem Schlauch? Na, ich probier's mal aus. Probier es mal mit Holz, sechs Holz. Nee, das war mit Stöckern. Auf jeden Fall. Sicher? Erstmal habe ich eine Tür. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich weiß, ich kann jetzt nicht googeln, wie man einen Zaun baut. Kriegen wir schon raus, Mensch. Machst du hier bitte zu, wenn es dunkel wird? Ja, warte. Ich krieg's auch nicht raus. So, ich habe schon jetzt Türchen gebaut. Ich krieg's schon raus. Oh, ich krieg's auch Ja, nicht raus. warte. Warte, ich bin gerade am Machst du einen Türstopper? probieren. Warte immer. Einfach warten. Hör auf, die Tür zu vergewaltigen, bitte. Nein. Nein, nein. Der Computer sagt nein. Ich boxe gegen die Wand. Ich bin so aggressiv. Ich boxe gegen die Wand, bis der Stein kaputt geht. Hat gar nichts gebracht. Also mit Stöckern geht's irgendwie nicht. Ich mach mir gleich eine Steinaxt. Ist komisch, ne? Warum geht denn... Oh Scheiße, wie geht denn Zaun? Ey, wir sind voll die Noobs, Alter. Ich guck mal auf meinem Nee, ich Sch guck schon. Du mach weiter da, ich guck schon. Okay. Oh, ich habe ein Loch gebaut. Kriegst einen Keks. Es ist bestimmt geändert worden mit dem Zaun. Ich bin eigentlich auch der Meinung, es waren immer Stöcker. Sechs Stück. Aber ich hab's gerade in 6 Stöckern probiert und irgendwie Und? Oh, jetzt habe ich's. Und zwar.
Holz. Da-da-da-da. Zwei Holz übereinander, dann zwei Stöcker übereinander, dann zwei Holz übereinander. Also Bretter. Hä? Brett, Brett übereinander, Stock, Stock übereinander, Brett, Brett übereinander. Nebeneinander oder was? Lass mich machen. Ich mach schon. Ich verstehe das daran, dass nicht. Dass ich überhaupt nicht erklären kann, oder? Ja. Ja. Das ist aber ein Tor, was du gemacht hast. Nein. Doch. Ein Holzzaun. Ist nicht wahr. Och, warte, ich geb dir gleich. Weg da. Ich geb dir gleich. Ich höre ein Skeletor. Ja, lass ihn machen. Die prügeln sich, glaube ich, auch. Hört sich jedenfalls so an, als würde es sich prügeln. Misch dich nicht ein, das ist nicht dein Kampf. Ja, mhm. Seid Zäune. Ich kann sie nicht aufnehmen! Doch, hast du schon. Was hast du für eine Lederhose an? Schick, ne? Naja. Aber wie hast du denn jetzt gemacht? Oh. Also, wenn du dir die neuen Felder anguckst, ne? Ja. Wenn das Ding, wenn du die Werkbank aufmachst, dann guckst du die untere zwei Reihen an, ne? Ja. So, und die machst du voll. Und zwar zwei Bretter übereinander, dann zwei Stöcker übereinander und dann zwei Bretter übereinander. Das war früher ein Tor. Ja, früher war es besser. Und wie ist jetzt ein Tor? Das habe ich noch nicht nachgeschaut, aber das fällt auch schon raus. Wir hocken jetzt hier in unserem Häuschen. Warte mal, ich will mir mal jetzt Stein hier. Steine! Steine machen! So, Leute. Ich brauche aber mehr als 12 Zäune. Ja, ich habe dir jetzt erklärt, wie es geht. Du kannst ja das nächste Mal Holz sammeln und dann machst du deine Zäunchen. Muss ich? Ja. Warum? Weil ich das sage. Ich habe alles in Stöcke gehauen. Tötest du gerade ein Monster? Nein. Nein? Nein? Nein. Wo ist Britta? Du hast sie getötet. Puh. Ey. Hä? Ich habe dich nicht angefasst. Ohne Scheiß, wirklich nicht. Gehauen. Dann hatte ich einen Zombie, Nein, hier ist nichts. Ein Skelett abgeschossen. Doch, ich habe dich nicht gehauen. Ist ein Pfeil in mir drin? Nö. Wie soll das hier reinschießen? Durchs Guckloch in der Tür oder was? Weiß ich nicht. Ich habe dich echt nicht gehauen. Ich schwöre. Ich schwöre. Vielleicht ist das jetzt neu. Granit. Dass sie durch Wände schlagen können oder so. Ey, wir müssen uns echt nochmal einlesen, ne? Das sind ganz neue Regeln hier. Das ist eine ganz neue Welt. Ah, so ist das. Doch gut. Was ist das hier? Ist das ein Granit oder ist das Erde? Ich weiß nicht, mit was ich es abbauen muss. Wenn du es mit der Schaufel sehr schwer abbauen kannst, dann ist es Granit. Ich bin begeistert. Ich höre ein Skelett. Das wird mich schon gleich erschrecken. Wuselt draußen rum. Masseltoff? Es wuselt draußen rum. Ach, es gruselt draußen rum. Das Abbauen, das beruhigt immer so, ne? Oh, das war Erde. Findest du nicht, dass das immer beruhigt, wenn man abbaut? Man freut sich. Gerade wenn man irgendwie viel abbauen muss, dann freut man sich. Umso mehr, umso weiter man kommt. Findest du, ja? Ja. Ich finde eigentlich nicht. Nein? Nee. Warum spielst du dann Minecraft? Ja, wenn es schneller gehen würde, wäre es irgendwie... Du bist mir einer. Ich muss endlich diese Holzdinger wegkriegen. Was war das? Was ist das? Was war das? Hörst du es auch platschen? Ja. Was ist diese Bubble-Monster da, keine Ahnung, wie die heißen. Slimo? Ja, genau. Es gibt aber auch neue, glaube ich. Das ist hier, ganz doll, hier. Nee, das ist kein Slimo. Das hört sich eklig an. Godzilla geht über Matsch. Geh mal draußen die Lage checken. Nein, geh nicht! Du kannst es doch nicht... Oh. Ja, wenn du mal rauskommst. Ja. Hey, wir müssen mal eine Treppe bauen. Jetzt mal eine Treppe bauen. Das war ja auch ganz gut.
Fenster? Kann ich dir machen? Na, wir müssen erstmal unser Haus planen. Was willst du planen? Ja, keine Ahnung, das ist doch kein Haus. Das ist ein Playmobil oder was? Zustand. Ja. Jo, also wir haben, ich habe ein schönes Weizenfeld angelegt. Was der Bronco gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat Bäume gestreichelt und hat nicht geglaubt, dass Laub von alleine runterfällt. Oh Mann, ey, Und scheiße. ja, haben hier noch ein bisschen Scheiße, im Ups. haben noch ein wenig im Keller rumgewütet. Und ob unser Haus fertig wird Cool. und wie es fertig wird, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr Toaster, wie habe ich sie genannt? Keine Ahnung. Toaster. Ich habe euch Toaster genannt. Toasties. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Tu.